Jo, herzlich willkommen zurück und ja, geben wir uns noch ein bisschen Story. Colonel, erinnern Sie sich noch an unsere Wette? Ich hoffte, Sie hätten sie vergessen, Captain. Ich wusste, dass das nicht Ihr letzter Flug war, aber Sie haben das Gegenteil behauptet. Wie heißt so schön, sag niemals nie. Eins ist sicher. Verglichen mit diesem Schiff ist die Victory ein kleiner Fisch. Die Konföderation rüstet sie gut aus. Ja, Sie haben recht, das Schiff ist vom Feinsten. Es hat sich viel geändert. Das heißt aber nicht, dass ich keine guten Piloten mehr brauche. Captain Eisen, bitte auf die Brücke melden. Wir springen jeden Augenblick in das Hellespont-System. Da gibt es ein paar Probleme. Sehen Sie sich in Ruhe um. Es wurden technische Neuerungen entwickelt, die Sie verblüffen werden. Tja. Diese Übergänge müssten eigentlich verschwinden mit der Zeit. Ich konnte das nicht mehr deaktivieren, glaube ich. Bei dem Teil. Ah, der Nervenkitzel oder was hier. Wen hat denn da der Sonnenwind hereingeweht? Willkommen an Bord, Colonel. Wer verliert, der muss einen Drink ausgeben. Ja, klar, Vielleicht gewinnt ja das immer. nächste Mal. Tja, wie ich sehe, machen Sie Ihrem Spitznamen alle Ehre. Nie zu lange an einem Ort bleiben. Das ist ab jetzt wieder mein Motto. Es war ein Fehler, dass ich mich der aktiven Reserve angeschlossen habe. Aber die monatlichen Schecks waren ziemlich verlockend. Ja. Wer hätte gedacht, dass Sie mich wieder einziehen werden? Sie haben mich glatt reingelegt. Ich hätte es wissen müssen. Das war wohl das erste Mal, dass Sie ein wichtiges Spiel verloren haben, Vagabond. Apropos verloren. Ich schulde Ihnen noch einen Drink. Tja. Oh, Captain Eisen nicht da. Also man es vielleicht doch irgendwie umstellen. Ich weiß es nicht mehr. Nicht wirklich, das hört dann irgendwie auf. Naja. Ich möchte, dass Sie das im Auge haben. Einsatz. Sobald Sie ein Ergebnis haben, benachrichtigen Sie mich, auch wenn ich in einer wichtigen... Ah, Colonel, können wir zur Sache kommen? Aber selbstverständlich, Sir. Gut, unsere Neulinge fragen mich immer, was ist, wenn das passiert? Und was soll ich nur tun, wenn dies passiert? Benutzt euren Kopf, ist die Antwort, die ich Ihnen dann gebe. Wozu habt ihr ihn denn? Zur Sache. Wir sind hier in Hellespont, weil Piraten die Handelsrouten belagern, die in und aus dem System führen. Wieso sie das tun, wissen wir bis jetzt nicht. Manche ihrer Angriffe scheinen die üblichen Hintergründe zu haben, Waffen und Vorräte zu erbeuten. Andere wiederum sind einfach nur brutale und völlig sinnlose Terrorakte. Sie und Ihr Flügelmann werden diesen Transporter zum Jump Point eskortieren und seinen Flug aus dem System sichern. Dann fliegen Sie diesen Navigationspunkt an. Dort wird eine Kommunikationsstation gebaut. Sie lösen die Patrouillen ab, die momentan dort für die Sicherheit sorgen. Alles verstanden? Ja, Sir. Gut. Captain, es ist schön, wieder für Sie zu fliegen. Oh, danke, das freut mich. Tada. Tja, Thunderbolt gibt es hier, glaube ich, gar nicht mehr. Also müssen wir mit der Hellcat ran. Primeback, der ist wunderbar. Nicht zu viel Aggressivität und ansonsten alles auf hoch, was hoch sein muss. Coole Audiosequenzen hat er auch. Mir fällt das alles ein bisschen anders mit den Einstellungen.
geht die Reise. Wir brauchen Unterstützung, Colonel. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Ja, da gibt's nicht viel verhandeln. Bilden. Ja, Sir. Ja, komm, den müssen wir mal kriegen hier. Ja, da habt ihr... Feindziel zerstört! Ach so. Naja. Verbindung aktiv. Fliegen Eskortenkurs. Ja, genau. Kennen wir ja schon. Fängt irgendwie ähnlich an wie der dritte Teil, so missionstechnisch. Irgendwie fliegt sich der vierte Teil ganz anders. Lösen und feuern! Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Hier vielleicht wieder auf Tastatur umsteigen, wa? Weil hier ging das eigentlich immer ganz gut mit Tastatur. Super Schutze! Ja, das geht uns hier nicht. Sofort Formation bilden! Ja, Sir! So. Ah, gut, das abgekriegt. Geben. Keine Schäden, Sir. Achso, ja, aber deine Schilde sind zumindest runter, das sehen wir ja. Ja, abwarten angesagt. Jump Boy. Alle Raketen losgeworden, wa? Naja. Kommt jetzt auch richtig in 4 zu 3 hier irgendwie, ne? Flugtechnisch und so. Mal gucken, vielleicht mit der GPU-Skalierung oder so. Ja, gut, wo das rauskam, gab es halt nur 4 zu 3 Röhrenmonitor, ne? Insofern ist das eigentlich gar nicht unbedingt verkehrt. Danke für den Begleitschutz, Colonel. Ja, ist ja kein Problem. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Wir haben Gesellschaft. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Boah, der Feind fliegt das auf Thunderbolt, ne? Also. Colonel, feuern Sie auf keinen Fall auf die letzten Schiffe. Ich wiederhole, nicht auf sie feuern. Lassen Sie ihnen 12 Meter Vorsprung und hängen Sie sich an sie dran. Finden Sie raus, wo Ihre Operationsbasis ist. Hm. Wenn Sie sie lokalisiert haben, fliegen Sie zur Lexington zurück. Wir haben Gesellschaft. So war das, genau. Bisschen hinterherfliegen. Dann tauchte da das Schiff auf und dann sollen wir uns verkrümeln wieder. Also um die 12.000. War eigentlich ganz in Ordnung. Mission abgeschlossen. Ja, jetzt weg. Aufgabe erfüllt. Weiter zum nächsten Wegpunkt. So, wir abdüsen hier. Zurückfliegen. Und dann geht der Autopilot an. Also gleich, jedenfalls. Ja, wieso war das, ne? Jo. Genau. Benötige Landeerlaubnis. Ich gratuliere, Colonel. Sie haben Erlaubnis zu landen. Ja, das ist hier so, weiß ich jetzt nicht, Joystick-technisch. Irgendwie
habe ich das Gefühl, dass das, ich habe das auch immer ziemlich lange immer mit Tastatur gespielt. Es kommt jetzt alles ganz anders. Naja. So, ein bisschen Zeit haben wir noch für unsere ca. 20 Minuten Häppchen hier. Kann ich Ihnen helfen, Lieutenant? Gerade an Bord eingetroffen. Gestatten, Lieutenant Troy Carter. Codename Cat Scratch. Sie sind gerade erst mit der Akademie fertig, richtig? Ja, ich war Klassenbester. Aha. Ich wünschte mir, es wären noch ein paar Kilrathi da. Ich fürchte, dafür ist es jetzt zu spät. Hey, Colonel Blair, ich habe eine Frage an Sie. Sie sind das? Ja. Ich kann's nicht fassen. Ich wurde aufs gleiche Schiff versetzt wie Sie. Oh Mann, wenn das meine Freunde zu Hause erfahren. Oh je, der Junge trägt ja ganz schön dick auf. Ich lasse Sie jetzt allein. Ist es so, Cat Scratch? Wollen Sie sich einschmeicheln? Oh nein, Sir. Ich träumte immer von so einer Chance. Ich kann viel von Ihnen lernen, Sir. Was Sie alles erlebten. Was will der Junge von mir? Ich mag den Jungen. Ich habe einiges erlebt, ja. Aber wo Sie wirklich was lernen können, ist da draußen. Im Cockpit. Colonel, Sir? Es wäre das Größte für mich, Ihr Flügelmann sein zu dürfen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, Sir. Freut er sich, zweites Loch in den Arsch. Naja, laufen wir durch die Bude. Hier ist nichts. Na komm, drücken wir noch eine Mission auf. Eine geht noch. Wo bleibt nur Colonel Blair? Oh, Colonel, Zeit, sich Lorbeeren zu verdienen. Ja, Sir. Es ist immer noch nicht klar, ob diese Piraten selbstständig operieren oder ob sie mit der Grenzweltenmiliz unter einer Decke stecken. Wie auch immer, wir sind hier, um ihnen das Handwerk zu legen. Dank ihrer exzellenten Aufklärungsarbeit wissen wir, dass die Piratenbasis am Rande des Hellespont-Asteroidengürtels ist. Ihre Aufgabe ist einfach. Sie und ihr Flügelmann schnappen sich zwei Bomber, fliegen dorthin und zerstören sie. Ich teile ihnen zwei Jäger als Geleitschutz zu. An die Arbeit! Zu Befehl, Sir. Gefällt ihm nicht. Na komm, wir nehmen ihn mal, ja. Flieg mal mit hier. Ach, jetzt soll ich diese Scheiße auch noch fliegen? Naja. Das kann ja was geben hier wieder. Textgesabbel da. Das hätten sie sich eigentlich sparen können im Vergleich, finde ich. Jetzt so im Nachhinein mal so ganz nüchtern betrachtet. Naja, ab geht's. Feind gesichtet, Sir. Jo. Dann. Lösen und feuern. Los geht's, Colonel. Gib ihm. Hier wird das ganz schön eng hier, wa? Ich bin dich in der Hölle wieder! Das wage ich zu bezweifeln, weil ich da wahrscheinlich nicht hinkommen werde. Eine Menge Feinde hier, Sir. Tja, dann. Lösen und feuern! Jawohl. Los geht's, Colonel! Torpedo? Auf geht er! Torpedo! Mission abgeschlossen. Sie sind eine lebende Legende, Colonel. Sie sind eine lebende Legende, Colonel. Tja. Das Teil hat ja zum Glück genug Raketen an Bord. Da kann man mal richtig schön was rauspfeffern hier. Voll geil. Benötige Landeerlaubnis.
Gut gemacht, Colonel, aber ich habe noch mehr Arbeit für Sie. Die Aufklärung der Konföderierten meldet einen aggressiven Vorstoß der Grenzfeldler in das Hellespont-System. Wir wissen nicht genau, wo das Jägergeschwader ist, aber die Lexington hat gerade ein SOS-Signal erhalten. Von einem Ziviltransporter, der mit Kolonisten zu deren neuem Siedlungsort unterwegs ist. Ich schicke sofort eine Truppe dorthin. Aber ich möchte, dass Sie auch hinfliegen. Ihre Karte ist aktualisiert worden. Na dann, ab geht die Post hier, wa? Colonel, hier ist das Alpha-Shuttle von der Lexington. Melde, alles in Ordnung. Keine Grenzweltenflieger. Wir wissen also nicht, ob sie tatsächlich was damit zu tun haben. Der Transporter war voller Kolonisten. Wahr ist hier das ausschlaggebende Wort. Wir haben das Wrack untersucht. Es muss irgendeine neue, noch unbekannte Waffe gewesen sein. Irgendetwas hat wohl die künstliche Atmosphäre dieses Transporters zum Explodieren gebracht, sodass sich das Innere in ein Inferno verwandelte, Sir. In wenigen Sekunden waren alle tot. Warum würde das jemand einem Haufen Zivilisten antun? Wir haben hier getan, was wir konnten. Wir fliegen zurück zu Lexington. Ja, haben wir ja gesehen zu Anfang, wie das Ding dann, ne? Zivilisten hier so. Das Ding ist hin. Skelette draußen rum. Okay. Benötige Landeerlaubnis. Sie dürfen landen, Colonel. Jo. Lass rein. So wollen wir das sehen. Jo. Dann wollen wir das mal speichern und damit verabschiede ich mich dann auch erstmal für diese Folge. Bis dann. Mhm.